Klimaschutz fängt zu Hause an. Bei der Heizung, den Fenstern oder dem Dach. Das eigene Gebäude birgt viele Möglichkeiten, die Energiebilanz zu verbessern. Das gilt für Privatleute wie für Unternehmen und Kommunen. Und nie war es einfacher, dafür eine finanzielle Förderung zu beantragen. Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude, kurz BEG, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, werden die bestehenden Programme zur energetischen Gebäudesanierung in einem vereinfachten Förderangebot zusammengefasst. Wie Sie das richtige Programm finden und alles funktioniert? Ganz einfach. Der Förderwegweiser Energieeffizienz des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hilft Ihnen, die passgenaue Förderung für Ihr Energieeffizienzprojekt zu finden. Hier können Sie nachlesen, welche Bau- und Sanierungsvorhaben förderberechtigt sind, wie sie staatlich unterstützt werden und welche Dokumente Sie zur Antragstellung brauchen. In diesem Video erklären wir Ihnen kurz und bündig das Verfahren beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Beim BAFA können Sie Ihren Antrag in wenigen Schritten online stellen. Wichtig? Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Antrag immer vor dem Abschluss von Verträgen beim BAFA stellen. Bei der Antragstellung können Sie sich von einer Energieeffizienzexpertin oder einem Energieeffizienzexperten beraten lassen. Bei einigen Maßnahmen ist dies sogar Pflicht. Diese helfen Ihnen dabei, Planungsfehler zu vermeiden und eine technische Projektbeschreibung aufzusetzen, die Sie zur Antragstellung brauchen. Eine Liste mit Energieeffizienzexpertinnen und Energieeffizienzexperten finden Sie auf unserer Webseite unter www.energie-effizienz-experten.de. Das BAFA prüft nun Ihren Antrag. Liegen alle nötigen Unterlagen vor, erhalten Sie den Zuwendungsbescheid. Gratulation, jetzt kann's losgehen. Aber wie kommen Sie jetzt zu Ihrer Förderung? Ganz easy. Rechnungen über die entstandenen Kosten und den Verwendungsnachweis reichen Sie online ein. Wenn Sie einen technischen Projektnachweis von Ihrer Energieeffizienzexpertin oder Ihrem Energieeffizienzexperten bekommen haben, reichen Sie diesen bitte auch ein. So sieht das BAFA, dass die Mittel im Sinne der Förderrichtlinie verwendet werden und zahlt den Zuschuss aus. Nie war es so einfach, einen guten Vorsatz für den Klimaschutz in die Tat umzusetzen und sich dabei helfen zu lassen.